Ein liebestoller Mann, der alle Tricks der Verführung kennt und dem jedes Mittel recht ist, um das weibliche Geschlecht rumzukriegen. Eine prüde Frau, die schnell schwach wird und die Lust am Verführen und verführt werden entdeckt. Und ein verliebter Junge, der in ein lustvoll-erotisches Durcheinander hineingezogen wird. Rossinis Komödie Le Conte Henri ist ein Aufruf zu Lebenslust und sexueller Befreiung. In Szene gesetzt von dem bayerischen Kultregisseur Markus H. Rosenmüller. Wir waren auf der Suche nach einem Mikrokosmos, wo wir zeigen können, dass er die besten Zeiten hinter sich hat. Und da sind wir dann durch viel Diskutieren und Fantasieren plötzlich auf eine Bowlingbahn gekommen. Und da findet unser erster Akt statt. In den 80er Jahre hatte der seine Blütezeit. Jetzt ist das Leben ein bisschen draußen und da kann der Comte Henri hinkommen und kann wieder das Leben einhauchen, die Lust zum Spielen, die Lust im Augenblick zu leben. Die jungen Sängerinnen und Sänger des Opernstudios der Bayerischen Staatsoper erarbeiten mit Le Conte Henri im Cuvier-Theater ihre jährliche szenische Opernproduktion. Rosenmüller gibt sein Debüt als Opernregisseur. Die Titelrolle wird von dem Tenor Matthew Grills gesungen. It's definitely a comic role. There most of the time he's in really uncompromising situations that forces him to sort of scramble and try to figure out how to get out of it. But I think we're sort of playing a little bit not darker. It's very still lighthearted, but there's still like the man Conte Henri who is kind of still looking for love and sort of. In sort of areas here and there, and I think he does have feelings for the Countess, but he's a man who's definitely felt these feelings before. So it is a comic role for sure. He's in a lot of uncompromising situations. It's interesting because I think what sort of guides him through life is this. Are his wants, and he will go to anything to get what he wants, and I think that's quite human, you know. So I wouldn't necessarily say he's somebody who is bad. He does do bad things, but I think what he's acting on is just the fact that he wants sex, he wants women, he wants love, and he knows how to get it. The one part that I think everybody will love is the trio because it's so classical and beautiful, and the way that we've staged it is also very unexpected. Die Oper ist ein Verwirrspiel mit wechselnden Identitäten, so sieht es Markus H. Rosenmüller. Darin liegt die Wahrheit, wie oft ist man im Leben wirklich sich, wann ist man bei sich? Wann ist man nicht verkleidet? Wie oft nimmt man eine Rolle an? Das ist eigentlich das Thema in dem Stück auch. Das Objekt der Begierde, dem sich der Conte Henri in diversen, kuriosen Verkleidungen nähert, ist die Comtesse Adèle, gesungen von der Sopranistin Elsa Benoit. I think she is actually very serious and she's funny by being very serious. And everything around her is a bit strange and a bit like this Conte Henri is coming disguised in this big costume. And she's just acting normally, like she's welcoming him in her house. So, I mean, she thinks it's a woman, but for her it's normal to see this strange character, and she's acting so normally that is what makes the situation funny. So she's kind of in the whole opera the most normal character maybe. She completely goes from the beginning to be very like this and very introvert to very liberated woman. And actually, yeah, Conte Henri in a way is helping her by being so outspoken. Naja, der gibt eben
sage ich mal, anderen Figuren eine Wichtigkeit. Und das ist vielleicht das, was dann vor allen Dingen der zweite Akt widerspiegelt, dass da jemand kommt, den man gut oder schlecht heißen kann, aber es ist eine Versuchung. Und wenn die Versuchung mal weg ist und das in einem drin selber geweckt ist, diese Lust, dann kannst du sie nicht ausradieren. Und plötzlich ist das schon, bist du infiziert von so einer Person und überlegst dir halt wieder ein Leben und musst vielleicht aktiv werden, statt immer nur passiv verführt zu werden, dass du dein Schicksal selber in die Hand nehmen willst. Also von dem her sehe ich den positiv. Rossini hat in Le Conte Ori viele Nummern aus seiner einige Jahre zuvor entstandenen Oper Il Viaggio a Reims wiederverwertet. Eine gängige Praxis in seiner Arbeitsweise und für die Dirigentin Oksana Liniw immer wieder ein interessantes Phänomen. Und das ist für mich auch eine ganz spannende Sache ist, wie könnte es das so sein, dass man wirklich dieselbe Musik zweimal verwenden kann in unterschiedlichen Sujets. Aber es ging ihm um die Emotionalität dieser Musik, es ging ihm um die Laune dieser Musik und praktisch er hat gefunden, die Punkte, dass die Charaktere in dieser Fassung und in der anderen Fassung, dass die Charaktere in bestimmte Situationen geraten, dass diese Musik passend war, dann auch für ähnliche Situationen, zum Beispiel wie Staunen oder Enttäuschen oder Verliebtsein oder irgendwelche unerwartete Sachen, die plötzlich die ganze Handlung ändern. Le Conte Ori ist für mich ein sehr rundes Stück. Hector Berlioz hat das als für ein Meisterstück geschätzt. Und dass diese Oper nach der Premiere in dieser Fassung über 40 Jahre im Repertoire von Grand Opera blieb, spricht über absoluten Erfolg von dem Stück. Und dass das weiter ein bisschen in Vergessenheit geraten würde, ist ein bisschen zu schade und deswegen freue ich mich, dass wir hier das machen und das Publikum sich einfach freuen kann über diese frische Musik.